Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In 7 Ganzjahresfreibädern in Hamburg können Sie zu jeder Jahreszeit unter freiem Himmel schwimmen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Schauspieler Peter Lohmeier. Ahoi Peter! Ahoi, Lars! Lieber Peter, am Freitag steht das Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli an. Mit beiden Vereinen hast du nicht so richtig viel zu tun. Du bist quasi du bist der personifizierte Schalke-Fan. Wirst du dir das Spiel trotzdem anschauen? Ja, ich überlasse die Karten den Hamburgern, ne? Aber ich gucke mir das gerne im bezahlten Streaming an, so im Fernsehen und... Weil wenn ich da hingehen würde, dann, ich meine, ich bin gerne Passivkiffer irgendwie, dann bin ich ja ganz benebelt nach Hause gekommen, kriege Stress. Also schaue ich es mir schön in der Glotze an und freue mich, wenn St. Pauli gewinnt, weil das dann doch die Sympathie eher zu denen geht. Und weil ich finde, irgendwie diese Aufholjagd irgendwie nimmt ja gar kein Ende, hoffentlich. Jetzt blicken wir mal zurück. Wie viele Jahre bist du schon in Hamburg und wie hat dann deine fußballerische Sozialisierung hier in Hamburg stattgefunden? Also, wie lange ich in Hamburg... Da gibt es ja noch einen dritten Verein bei dir. Ja, genau. In Hamburg. Genau. Also, das kann ich gut zurückrechnen. Ich bin in Hamburg seit, weil mein Sohn ist jetzt 33, denke ich so. Und da bin ich quasi so, also über 30 Jahre bin ich jetzt hier. Und meine fußballerische Sozialisierung fand statt im... um eine Ecke am Trainingsplatz bei Altona 93, weil da habe ich meinen Sohn in der Pampers-Liga angemeldet, da war der 5 oder so. Und da hat er mit dem Kollegen Choupo-Moting zusammengespielt und der ja dann irgendwann mal Millionen verdient hat und ich glaube irgendwo im Süden jetzt spielt. Und ja, aber der Luis war auch mal Kapitän in der C-Jugend von Choupo-Moting, der ist ja heute noch stolz drauf. Aber auf jeden Fall... habe ich deshalb auch ein Herz für Altona 93, weil es auch ganz wichtig ist, gerade so Stadtteilvereine, weil Altona ist jetzt nun mal leider nicht mehr die dritte Kraft in Hamburg, aber solche Vereine zu unterstützen, ne? So, auch wie Teutonia und so, aber Altona 93 ist doch schon mal, ne? Auch mit einem ganz schicken Stadion, was sie leider irgendwie verkauft haben und jetzt irgendwann Neues gibt, aber da bin ich auch noch ein Anhänger von, stimmt. Ja, so, mit welchen Gefühlen guckst du dir dann jetzt so ein Derby an? Ist das dann, gehst du dann zwischendurch einfach raus und machst die Wäsche oder was weiß ich? Oder ist da schon auch eine gewisse Anspannung dabei? Nee, bei dem Derby kann ich ruhig mal Pipi machen zwischendurch. Also wirklich, weil wenn jetzt irgendwie anderes Derby gibt, wo meine Schalker spielen, da gehe ich jetzt irgendwie gar nicht weg. So, und hatte auch mal neulich ein leckeres Derby, dann bin ich runtergefahren. Das war so das kleine Derby im Pott, das war gegen Bochum. Und das haben wir auch gewonnen, Schalke. Und das war ganz toll. Da habe ich extra runtergefahren. Ist natürlich schön, wenn man dann gewinnt. Aber jetzt hier Pauli, HSV, das ist eben, ja, für mich ist das wie, ist auf jeden Fall spannender als jede Fernsehsendung. Normal, so. Und das gucke ich mir halt schon an. Aber wie gesagt, irgendwie, wenn ich dann was kochen muss, irgendwie, dann mache ich das auch noch nebenbei. So, oder wie gesagt, mit ihm auch so. Notfall kann ich das iPad damit aufs Klo nehmen, egal. Wenn du dann zum Derby gegen Bochum fährst, gibt es da eine bestimmte Vorbereitung? Hast du dann immer einen Schal dabei oder bist du dann schon folkloremäßig angezogen, wenn du in den Zug steigst oder wie läuft das? Das kommt darauf an, natürlich darauf an, ein bisschen, wo das Derby ist. Wenn das bei uns auf Schalke ist, dann ist das kein Problem, Schal zu tragen. Ich bin aber kein Schalträger. Ich habe blaue Klamotten, mein Verein ist blau, also alles prima. Und habe jetzt auch keinen Glücksbringer dabei oder so, weil meine Stimme zählt ja, also laut sein im Stadion. Und die Schals sind ja alle, die sind ja nicht mal aus Baumwolle. Also das muss ja selber stricken. Das ist ja alles Polyacryl, dann am Hals, das hält ja nicht mehr warm. Also das mache ich jetzt nicht. Und außerdem jetzt beim Bochum-Derby war ganz klar, ich habe die Karten so ganz über ein paar Ecken gekriegt, weil da gab es, dass man keinen Stress gab, durfte man nicht mal, ganz ehrlich, man hätte eh keinen Schal umhaben dürfen.
weil nur in der Schalker Ecke, und da habe ich eh keine Karte gekriegt, dass ich saß dann irgendwie woanders. Und also wie gesagt, darauf vorbereiten, wie bereitet man sich auf so ein Derby sonst vor? Irgendwie, man freut sich drauf und hofft einfach, auch deshalb mit den Schals manchmal vorsichtig, wenn ich zum Beispiel in der verbotenen Stadt ein Derby habe, also in Dortmund, dann würde ich mir sowieso nie einen Schal umtun. Ne? Obwohl ich dann immer noch so ein bisschen habe ich dann auch noch Wunder von Bern Bonus bei mir. Ne? Also die haben, ich glaube nicht, dass, ich habe jetzt noch keinen auf die Fresse gekriegt, habe ich auch keine Lust zu, muss auch nicht sein. Also das ist das allerletzte, was ich mir bei jedem Derby wünsche, dass da irgendeine Klopperei gibt. So. Gibt es denn Fußballspiele ohne Bier und ohne Bratwurst? Geht sowas? Oder sind das, also gibt es so bestimmte Rituale, auf die du auf gar keinen Fall verzichten möchtest? Also Bier gehört schon irgendwie ins Stadion. Also es muss jetzt auch nicht, kann auch alkoholfrei sein. Gibt da mittlerweile irgendwie richtig gute. Also deshalb ist das jetzt gar nicht, weil ich muss mich jetzt nicht bedröhnen, aber der Geschmack von Bier so und das, der Geruch irgendwie von Bier so, das ist irgendwie lecker. Also wie gesagt, für mich geht es nicht um Bedröhnung. Bratwurst, wenn ich nicht zu lange anstehen muss und wenn die irgendwie, gibt es leider auch noch nicht im Stadion, sind die noch nicht so weit. Also ich weiß nicht, ob das auf Pauli mittlerweile gibt, dass da irgendwie eine Bio-Bratwurst gibt, wo man weiß, das Schwein hat nicht zu viel gelitten, aber bei uns irgendwie, da weiß ich ja nicht, wenn das näher von Tönnies kommt oder so, dann esse ich doch keine Bratwurst, weißt du, so. Also da kann ich mich auch zurückhalten, das kann ich auch hinterher machen in der Stadt oder so und je nachdem, wo der Derby ist. Aber ich muss jetzt nicht am Stadion irgendwie, ich möchte dann echt gerne wissen, ich will es immer wissen, wo das herkommt, was ich in mich einführe. So. Wir haben vor einigen Wochen beim Hanse-Rendezvous, kamst du in Fußballklamotten zu Besuch, weil du direkt vom Kicken kamst. Und du hast da erzählt, dass du noch sehr regelmäßig spielst, fast zu viel für meine Verhältnisse zumindest, weil das hört sich schon auf einem hohen Leistungsniveau an, bis zu 4-mal die Woche. Ja, das kann vorkommen. Das Ding ist so, ich habe ja irgendwie so einen unruhigen Job in Anführungsstrichen. Das heißt, ich weiß ja nicht immer jeden Wochentag oder so aufs Jahr verteilt, wo wann ich da bin. So. Das heißt, ich habe mir jetzt dann irgendwie geguckt, dass ich auf jeden Fall 4 Abende habe, wo ich irgendwie Fußball spielen könnte. Das heißt, wenn ich jetzt nur 2 Tage in der Woche da bin, zum Beispiel Donnerstags oder Samstags, dann habe ich 2 Termine schon, das kann ich machen. Die anderen nicht, weil ich nicht da bin. So. Wenn ich aber, was im Augenblick der Fall ist, irgendwie, weil mir keine Arbeit gibt, habe ich viel Zeit und dann spiele ich irgendwie, nehme ich alle Termine wahr und habe auch neulich gelesen in der Zeitung, dass man, also ich bin jetzt 60, ne, oder über 60, 61 bin ich schon, und dass man sozusagen da ganz viel Sport treiben soll und nicht nur spazieren gehen, sondern richtig Sport, ne, so. Also nicht übertreiben, aber richtig Sport, so. Und das heißt irgendwie, es gibt ja nichts Besseres als Fußball, sich zu bewegen, das macht ja Sinn. Und da bin ich dann wirklich, weil jetzt solche, da habe ich montags, habe ich meine Truppe irgendwie bei Grün-Weiß auf Kunstrasen. Dienstag bin ich im Käfig für die Technik und um die Ecke vom Frappant. Dann bin ich Donnerstag, haben wir eine Truppe bei Eimsbüttel und dann beim ETV und dann bin ich am Samstag im Park, so, an Naturrasen. Das heißt, ich habe jegliche Form des Trainings und so für mich und halt das gut durch. So. Sehr gut. Ne? Nebenbei bist du aber ja nur noch Schauspieler. Das müssen wir auch nochmal festhalten. Und seit einigen Tagen bist du bei ZDF Neo in der Serie I Don't Work Here zu sehen. Worum geht's da? Ja, worum geht's da? Gute Frage. Worum geht's da? Also ich bin ein pensionierter Kriminalbeamter. Also ich spiele älter, als ich bin. Das sieht man dann auch. Das ist ganz lustig. Meine Freundin war etwas entsetzt, da habe ich gesagt, nein, das sieht nur so aus. So. Und der in seiner Vergangenheit immer so guckt, ob er in seiner Familie nicht nur Nazis gehabt hat, sitzt immer am Computer, vielleicht hat er so. Und er hat einen schwarzen Schwiegersohn und der aus Äthiopien stämmig ist. Und da gibt es eben eine andere Familie, die quasi, also seine Mutter ist eben aus Äthiopien, die Mutter von meinem Schwiegersohn. Und es geht eigentlich sind es 2 Familien, die ihre Konflikte miteinander austragen, die sehr lustig rüberkommen. Ich finde es eine, also sehr, die sozusagen diesen Geist, der im Augenblick ist, mit den Problemchen, die wir haben, ich nenne das Problemchen, weil es gibt ganz andere auf der Welt, irgendwie, also wie wir miteinander umgehen, obwohl das eben sehr wichtig ist, auch sprachlich, wie wir miteinander umgehen,
wie eng wir miteinander umgehen, weil mein Schwiegersohn und meine Tochter, die wohnen nämlich bei uns im Keller im Haus. Und das ist natürlich anstrengend oft. Aber ich bin jemand, da kann ich schon verraten, meine liebe Kollegin Gabriela Schmeide, die spielt meine Frau und die hat mich unter dem Pantoffel. Und das ist ganz wunderbar, weil ich bin natürlich sonst überhaupt nicht unter dem Pantoffel, aber da so unter dem Pantoffel zu sein. Und das ist, glaube ich, sehr lustig. Nicht glaube ich, das war ich sehr lustig geworden. Und alle, die es gesehen haben, die lieben das. Das wird so eine Kultserie. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen da alle mal rein. Wir sind schon bei unserer Top 3 und ich dachte, wer so gesund lebt, also so viel Fußball spielt, der muss ja auch gesund einkaufen. Also nenn uns doch mal deine Lieblingslebensmittelläden. In Ottensen, wo du wohnst, gibt es, glaube ich, sowieso nur noch Bio, ne? Nee, da gibt es nicht nur Bio. Da gibt es auch, auch Sachen, die man, wo man da mal ganz genau hingucken muss. Also mein Lieblings... ist zwar kein Lebensmittelladen, aber ist der Markt am Mittwoch und am Samstag. Das ist der Biomarkt in Ottensen, also in Altona so. Und das ist irgendwie am besten da zu kaufen, weil da ist einfach vom Bauern quasi, nimmst du damit nach Hause. So. Dann gibt es natürlich immer den Fall, oh Mann, jetzt habe ich was vergessen, bin schon oben in der Wohnung. Und dann gibt es den Laden von Kaya. Also Fendi Kaya, jetzt weiß ich nicht, wie der Laden direkt heißt, aber ich kann ja beschreiben, wo er ist. Das ist an der Ecke, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Bernadotte-Straße, Fischersallee. So. Und das ist so ein Tante-Emma-Laden. Ne? Und Kaya hat auch schon irgendwie Freund von mir, also, und dann so der hat auch begriffen, dass man ein paar Bio-Sachen da haben muss. Und ich meine, ich kann mir auch mal Weizenbier, gibt es ja auch lecker, alkoholfrei, nicht bio und so. Und da hole ich immer so die, weißt, kennst du ja, wenn man da fehlt was und so. Ne? Und so, und wenn jetzt, und dann hat der, da muss ich jetzt schon wieder bei Kaya bleiben, wenn ich dann die Bernadotte-Straße runterlaufe, also Richtung Altona, Richtung so, ne, so nicht raus, sondern rein, dann hat der Kaya da nochmal einen größeren Laden, so. Und das ist immer so lustig bei ihm, weil der kennt auch meine ganze Familie und so. Er hat quasi zwei Läden. Also im Prinzip sind diese drei Geschichten, also der größere Kaya-Laden und der kleinere Kaya-Laden und der Biomarkt, damit kann ich überleben. Das reicht. Sehr gut. Ne? Und die werden jetzt auch überleben, weil wir natürlich da alle hinrennen werden, um einzukaufen wie Peter Lohmeier. Lieber Peter, ich wünsche dir sehr viel Erfolg, dass die Serie natürlich Kult wird und bei den kommenden Derbys, die du so erlebst, drücke ich immer die Daumen für deinen Verein. In diesem Sinne sage ich Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.